Er spricht gerade Judenhass in seine Nougat-Benzin ein. Auf, ey. Gut, gut, mit allem gut. Gut, gut, gut in der Gymnasium. Gut, gut, Robert Steinhäuser. Gut, besser. Und damit, hallo, Alter, das nimmst du nicht mit rein. Das nehme ich mit rein, das kannst du so wissen. Zu einem wundervollen Maske auf, blas mir einen tourierten Podcast, der mit dem Namen Putumkast. Geil, es geht richtig gut los. Richtig nee, den gut. Laden wir nicht hoch. Den wir laden das als Folge 17,5 hoch. Wir sind gerade bei Folge 13. Laden wir es trotzdem als Folge 17,5 hoch. Ja. Gut. Wenn die Leute auch wirklich keine Erwartung haben. Was ich nicht verstehe, weil 13 war eigentlich richtig gut. 2013 war wirklich ein gutes Jahr. Als ich 13 war, war auch top. Nee. Jonas meinte nämlich, also das ist ein Kommilitone von mir. Okay. Der meinte, es hat sich so angefühlt, als wäre er dabei gewesen. Er weiß genau, wo wir langgelaufen sind. Ah. Weil er ja jeden Ort in der Stadt kennt. Und, das heißt, es ist dann der Podcast für potenziell 64.000 Leute. Damit gehen wir viral. Also mehr als Leute, die in Weimar wohnen, interessiert das dann nicht. Weil die nicht nachvollziehen, wo wir langlaufen. Vor allem, dass einfach mal 64.000 Leute jetzt wissen, wo du wohnst, ne? Ja. Ja. Weil wir es zurückverfolgen. Die habe ich gleich gesagt. Die Tür ein. Hat schon mal irgendeine Person bei dir geklingelt, die fremd war? Mit Ankündigung vorher? Ja. Wo wusste die, dass du hier wohnst? Habe ich gesagt. Gut. Also ja. Wir verstehen uns. Genau. Wir wollten heute mal live vor euch brainstormen, was wir denn mit... Was wir dann in diesem Podcast sagen sollen. Genau. Schreibt's uns rein. Schreibt es in die Kommentare und dann liked. Das Liken ist nämlich ganz wichtig für den Algorithmus. Ist es gar nicht, ne? Ist es gar nicht. Das wissen unsere Podcast-Zuhörer, deswegen liken die immer nicht so. Ich habe jetzt auch auf der Nostra-Webseite ein Gadget eingebaut, sodass Podcasts, die keiner guckt, nicht mehr gelistet werden. Deswegen ist da nichts mehr auf der Seite. ein Gadget vor allem. Was sagt man denn? Ein Feature? Gadget ist auch so ein 90er-Jahre-Wort, oder? Ein Featurette. Das ist ein kleines Feature. Gadget, ja, das ist damals, als das Handy aufkam und ein Gadget war. Wir suchen Internetwörter aus den 90ern. Wir haben schon Multimedia, Surfen, Cyberspace, nee, was war's? Cyberspace, ja. Breitband. Die Datenautobahn. Und was war's noch? Weiß ich nicht, das war's doch, oder? Nee, ein Wort hatte ich noch. Irgend so ein Oma-Wort. Auf jeden Fall wollten wir heute mal euch den Kontrast hier präsentieren, wenn wir heute nämlich einmal nicht unterwegs sind. Ob ihr jetzt denkt, oh, das ist traurig, wir hätten das gerne, dass die wieder rumlaufen. Was haltet ihr denn davon? Weil das wurde in den Kommentaren nicht wirklich zum Ausdruck gebracht, ob ihr das als Special ganz okay fandet oder ob ihr euch vielleicht wünschen würdet, dass das öfter passiert. Ob das vielleicht die die Zukunft des Podcastings ist, weil man ja auch mit den Leuten interagieren kann. Mhm. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir von vornherein quasi ein Thema haben, wie jetzt. Das Thema des letzten Podcasts war wohl die Flüchtlingspolitik und freiwillig. Die Flüchtlingspolitik und Martin Schulz waren Hauptthemen. Ja. Weil wir beides mal 15 Sekunden angerissen haben. Ja, du weißt doch, wie ich es meine. Das war ja schon so das Highlight des Podcasts, ja. deine Ausländergene. Ich habe heute einen Beitrag gelesen, dass die in Würselen waren und geguckt haben, wie es dem Martin geht. Und da haben sie die Nachbarn befragt und die meinten, dem geht's gerade nicht gut. Ist das da, wo der Vertrag herkommt? Würseler Vertrag? Ja, doch. doch. meintest du das? Ja. Oh, bin ich gut. Doch, der ist. Dem geht's nicht gut, ja? Ja, der ist traurig, glaube ich. Oder so. Sollte mal zum Onkel Doktor. Ja, und dann wollten wir hier nämlich live brainstormen, was wir bei Lidiro machen. Mhm. So. Ist euch vielleicht schon bekannt aus früheren Podcaster Rhinoceroses? Weiß ich aber gerade eben nicht. Herr Rodes wird jetzt mal strategisch seinen schmatzenden Mund vom Mikrofon weghalten. Ich muss wieder den Holocaust leugnen. Ah. Er spricht gerade Judenhass in seine Nougat-Benzin ein. Hör auf, ey. Das darf keiner hören. Es wurde sich nämlich beschwert, dass man irgendwie diese Videos oder diese Sounderlebnisse sich nicht geben kann, weil das Gegesse irgendwie stört.
Wir revolutionieren jetzt Podcasting und ihr beschwert euch über die Postmoderne, die wir hier anbringen. Postzukunft, wollte ich sagen. Postzukunft, das ist richtig gut. Wir sind sowas von voraus. Ja, nee, das verstehe ich halt nicht, weil das war hier irgendwie eine Elternpartei eines Mitbewohners. Wir nennen jetzt für dieses Beispiel mal Franz. Ja, würde ich auch sagen. Für dieses Beispiel aber nur. Ich nenne das Elternes Beispiel jetzt, weiß ich nicht, was wäre, Diana oder so können wir nehmen. Nur so als jetzt irgendein Frauenname. Rein theoretisch so. Also, diese Person hat halt gesagt, es ist irgendwie nicht so lecker, wenn da Leute im Podcast essen. Das verstehe ich nicht. Wenn wir hier die Revolution in Audiospur ins Internet blasen und ihr dann euch dagegen querstellt, ja, wie ist denn das? Weil sie auf die Datenautobahn hochladen. Ja, hochrendern. stellt euch das mal vor, ja, irgendwie hier, wie heißt der? David Hasselhoff steht auf der Mauer, sinkt die Wände ein und die Leute beschweren sich unten gegen diese revolutionäre Bewegung. Robin, das war nicht so. Das, aber stellst du dir doch mal vor. Das ist so nie passiert. Das ist aber scheiße, wäre das. Also, akzeptiert das. We are not looking for freedom at all. Yes, we want the wall. And keep your banana. Ja. And you're not being shot by crossing this wall. We want the Trabant. Mhm. Kommt jetzt nämlich der neue E-Trabant. Diese Rennpappe, was? Der neue E-Trabant. Ist der von Elon? Nee, das wäre aber voll geil, stell dir mal vor. So eine Rakete aus Pappe. Genau. Mach mal weiter. Oh, meine Fresse. Also, wir haben ja schon mal angerissen, dass die YouTuberin, beziehungsweise eigentlich das YouTuber-Kollektiv Lidiro, eventuell in unmittelbarer Nähe wohnt. Das könnt ihr aber nur zurückverfolgen, wenn ihr wisst, wo die wohnen und im letzten Podcast hört, wo wir loslaufen. Und ja, ich habe ja Herodes... Als wären wir jetzt für ihre Tür losgelaufen, oder was? Nee. Achso, doch sind wir. Wenn die wissen, wo die wohnen und wo wir losgelaufen sind, dann können sie sagen, ob das in der Nähe ist oder nicht. Verstehst du? Weil es in der Nähe von hier ist, oder was? Vom Headquarter. Was ist denn überhaupt in der Nähe von hier? Ist es in der Nähe von hier, ja. Okay. So, wir könnten ja das im nächsten Lauf-Podcast mal zu deren Tür laufen. Und mal klingeln. Und mal klingeln. Okay, dann machen wir mal ein Live-Interview, okay? Okay. Gut, haben wir eine kreative Idee gefunden. Siehst du, ein Live-Brainstorm. Ja, voll. Aber das ist eigentlich noch nicht genug für ein ganzes Video. Aber wir können es trotzdem machen. Aber für ein ganzes Lidiro. Ja! Weil die haben nämlich nicht so kreative Ideen wie wir. Na doch, Panda. Papa Panda. Panda. So. Nee, pass mal auf. Dann machen wir das. Da müssen wir aber aufpassen, dass man da in den Geräuschen nicht ganz rekonstruieren kann, wo wir hinlaufen. Aber das ist ja noch nichts für ein Hauptkanalvideo. Da hätte ich halt eher dran gedacht, dass wir so... Ne? Eben noch vor dem Podcast, ihr habt noch nicht zugehört, habe ich gesagt, haha, wir gehen dahin mit unserem Webvideopreis, habe ich vorhin gesagt, oder? Bin ich dumm? Mit dem Play-Button. Wir sagen hier, durchgestrichen, Lidiro drauf. Wir haben den nicht verdient, bitteschön. Kurze Zwischenfrage, Webvideopreis, wann ist denn der? Im Mai oder so. 1. Mai immer dabei. Wollen wir uns das schon mal anmelden? Uh-huh. Und dann? Mit unserem One-Shot. Das habe ich längst gemacht. Echt? Aber nicht mit dem One-Shot. Mach mal hier den One-Shot, den wir gemacht haben. Geht halt nicht, weil jetzt ist geschlossen bis in 10 Monaten. Du kannst dich für den Webvideopreis anmelden. So lange vorher. Du kannst dich. Nein, es muss innerhalb von einem Jahr passiert sein. Du kannst dich für den Webvideopreis anmelden von Anfang November bis Ende Dezember. Ach, und das muss dann schon abgedreht gewesen sein. Okay. Ja, abgedrehte Comedy. Und jetzt hast du dein auf Cringe and Confidence eingereicht. Ja. Und? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, wir haben 10 genommen, du bist der 11. Ich weiß es nicht, die haben, glaube ich, noch nichts geschrieben. Also ich glaube, die evaluieren das alles jetzt noch. Was ganz geil wäre, im Webvideopreis da irgendwie mal nackt zu sein. Ja, einfach mal nackt im Publikum sitzen. Nee, also. Ist und kommentiert. Aktion. Einfach mal so ein Prank machen. Ich sitze jetzt hier mal nackt. Oh, bist du später nackt, gehst deine Security vorbei, tastet dich so ab. Ja, komm rein, ist gut. Hat nichts dabei. Gutes Stichwort. Ja, für einen Witz habe ich jetzt nichts gesagt. Aber es war wirklich ein gutes Stichwort, abtasteln. Allerdings bist du da nicht involviert. Das geht ja nach Rom. Ich wollte ja eigentlich, dass du mir hier grünes Licht gibst für Barcelona. Barcelona? Aber hast du nicht, weil du schlecht bist? Ja, weil... Mann.
Ihr Leute, ihr müsst nämlich wissen, solange wie Herr Rode sich jetzt gerade kurz ärgert, 40 Euro Flug nach Rom, also hin und zurück, quasi zwei Flüge, ist ein Stil, kann man jetzt schon mal sagen. Kann man mal machen und machen wir auch. Herr Rode ist allerdings nicht, weil der nämlich nur am Aggern ist, ne? Der macht für euch in der Zeit sowas von die Website auf Vordermann, Na, Vorderfrau, ja, Emanzipation. gleich. Erzähl mal fertig. Und dann sind wir in Rom und filmen da ein bisschen. Da fliegen wir aber nur mit Handgepäck. Das heißt, ich werde sehr viel anziehen, weil sonst müsste ich 20 Euro für den Koffer bezahlen und ich gebe kein Geld aus. Sehe ich nicht ein. Ist ja auch hier teuer erspendetes Geld, ne? Und ich denke aber, der Kanal wird sehr davon profitieren. Im besten Fall können bis zu zwei Videos da, also Hauptkanalvideos, entstehen. Wie dem auch sei, ich stelle mir vor, dass es da vielleicht Konflikte mit der Security gibt. Ich habe nämlich jetzt einen Kollegen gefragt, hier, Assassin's Creed-Kostüm. Der hat auch schon zugesagt, dass es mir schickt, aber es ist halt noch nicht da, deswegen kann ich da jetzt noch nicht fest von ausgehen. Auf jeden Fall ist da so ein großes metallernes A dran. Und da kann dir eigentlich die Fluggesellschaft sagen, hier, nicht, dass du das dem Piloten in den Hals rammst und ins nächste World Trade Center fliegst. So. Ins nächstgelegene. Ja, genau. Okay. Gibt ja ein paar auf dem Weg dahin. Machst du nur einen kleinen Schlenker. Und ja, ist halt schlecht, ne? Ist das inzwischen nicht übelst flach? Das World Trade Center. Das war kurzzeitig sehr flach. Ungefähr ab dem 11. September. Aber mittlerweile ist da ein neues. Echt? Ja, das heißt jetzt One World Center oder irgendwie sowas. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ja, stimmt, das ist ja auch schon wie ewig her. Das ist, wie die Zeit vergeht, ne? Wo ich war, war da noch Ground Zero. Ja, was hast du gemacht, als du 14 warst? Dein 14. Lebensjahr? Das ist so eine Podcast-Republik. Jetzt habe ich erstmal World gegoogelt. Hey, schaut euch das an, Flacherdler. Hier kommt ein Ball. Tja, an die Wand argumentiert. Was ich mit 14 gemacht habe. Ja, 14, 15, 15. Kirmse! Kirmse. Ich muss mal Da gucken, ging's los, welche ne? Klasse ich da war. Da Nee, bei ging mir halt gar nicht. das große Bubbern. Nee, Alter. Nicht? Bei mir, ich war Spätzünder. Was viele in den alten Feedbacks noch sehr schön sehen können. Wieso? Na, Alter. Weil du da keinen Bart hast oder was? Na, weil ich da voll degeneriert war. Was? Dick? Ach, Dick. degeneriert. So. Dick in der Riefe war. Also, ist jetzt so ein Ding aus Glas einfach. Ja, das ist eine Ja, gute Idee. das hält besser. Weil Kerosin kann auf jeden Fall kein Glas schmelzen. Schmelzen? Schwelzt. Oh. Schwelzkörper. Schnauze jetzt. Da war ich 14 minus 6, das ist der 8. Klasse. Oh, das war die Zeit, wo ich immer so viel Ärzte gehört hatte. Warst du richtig rockbar in der Zeit, ja? Da war ich Jetzt Rockbar, bist ja. du noch Kirmesbar und Jetzt bin ich nur noch gestörter Haus und geiler Elektro-Bar. Bar. Bar Mitzwa. Und vor allem Milchbar bist du in den letzten Monaten, ey. Ja. Aber nicht Bargeld. Und da war die Klassenfahrt nach Italien. Da hatten wir statt einer Dusche einfach so einen Schlauch eine Woche lang. Eine prähistorische Schenke Bar Nigorellheimer. Doch. Ja. Das war bei den Waldorf-Klassenfahrten immer schlimm, weil es so häufig einfach keine häufig keine sanitären Anlagen gab. Oh Sondern Gott, das war nur. so ein Dörfler oder so ein Redneck Santa Claus. Nicht ho ho ho, sondern heu heu. Ach, egal. Ja. Und in Italien ging es noch, da war halt warm und wir hatten einen Schlauch zum Abspülen, aber in der 8. Klasse ist es auch, denke ich mal, schon für einige problematisch, wenn es dann auch um die Bubberei geht, gerade bei Frauen. Wenn dich eine Frau fragen würde, hast du immer einen Schlauch, um mich damit abzuspielen, würdest du es machen oder geht dir das zu weit? Ich würde es machen. Echt jetzt? Also mit einem Schlauch, wie man ihn kennt, und mit dem Dein Abspülen des. Schlauch, meine ich. Lass uns darauf nicht Am genau. Ende des Das kläre Podcasts? ich dann auf mit der im Auto vielleicht. Aber in der 5. Klasse, da waren wir mal im Herbst. Also Herbst, wirklich. Christian? Kennst du wieder nicht? Kenne ich wieder Ist so ein nicht. Hänger. Ja. Also kurz, also nach den Sommerferien nochmal 3 Wochen oder so und dann sind wir auf diese in Harz gefahren. Da waren schon so 5 bis 7 Grad. Und alle Sanitär, also wir haben im Zelt gepennt. Und alle sanitären Anlagen, die wir für eine Woche hatten, war ein Dixie-Klo und ein Fluss. Zähneputzen geht, aber dann wird's schwierig, Alter. Die alle so gestunken. Ne? In Italien auch, Ja, aber aber im Fluss das war kann halt. man ja theoretisch der Körperhygiene frönen. Ja, aber bei 5 Grad wird es dann irgendwie schwierig. Auch von der Lust her. Ne?
Aber die war ganz geil. Wir sind, also Klassenfahrt stellt man sich ja vor, eigentlich, man geht auf irgend so ein Jugendlandheim und trinkt den Alkohol. Sagst du Schullandheim oder Landschulheim? Ich sag Jugendlandheim offensichtlich. Was würdest du bevorzugen? Schullandheim. Okay, weil mein Kumpel Basti, der sagt Landschulheim. Okay, was die wäre. Na hier, den du kennst. De? De? Oh. Also das, der hat das Lied, ist es der, das Lied Das ist gespielt der, hat? der das Der hat Lied das Lied gespielt. gespielt, wo die letzte Note ist einfach nur so ein De. Und das sind, machen wir immer am Ende von lustigen Videos zur Pointe, wenn ihr das wisst. Ja, das ist YouTube-Comedy. Kannst du vielleicht drüberlegen, wenn ich jetzt gleich das mache. Mach mal einen Witz. Was ist grün und dreieckig? Ein grünes Dreieck. Hab ich Ja. gemacht. Oh, Und? es war kein lustiger Witz, aber durch das Geräusch, ja. Ja. Nee, du machst es jetzt nicht. jetzt bin ich hier vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Wo war ich Ich denn könnte gerade? Jetzt bin ich eigentlich ab wieder. diesem Punkt jeden deiner Du hast Witze. sie! Und dann gucken wir mal, ob das ein Musikpodcast wird oder eher so ein Spielst du hier im Rede. Studio rum? Hab kurz was gerichtet. Okay. Don't judge me. Also, wo kam ich gerade? Ja. Gericht. Ja, Ja, okay, deswegen. Jetzt gut. hast du erklärt und schlecht gemacht. Danke. Dankeschön. Ich lege so dumm drüber. Mach mal dümm dahinter. Wo kam ich denn gerade her? Von draußen? Wenn draußen ist Das will ich selber. groß. Schrei nicht so. Sollst nicht so schreien. Aufwärts! So, Leute, also, um hier mal ein bisschen Struktur reinzukriegen. Ich war noch gar nicht fertig. Logarithmus, ja. Ich weiß auch nicht, wo wir waren. Können wir nochmal zurückspulen, nochmal anhören? Nee, das machen wir nicht mehr. Das ist verboten. Wir sind jetzt von Funk finanziert und die haben das nicht im Vertrag. Fuck, ich hätte vor 8 Tagen meine GZ-Überweisung. Auch so ein Pech. Ich habe heute einen Brief bekommen. Soll ich mal reingucken hier live? Ja, guck rein. Okay, dann Steht unterhalten wir wahrscheinlich uns das mal. Gleiche drin wie immer. Also, ich habe ja gehört, bei deiner Schwester gibt es da Entwicklungen. Ach, die hat nachgelassen. Beziehungsweise nachgezahlt. Ja, aber da ging es ja schon um Inkasso. Das war ja dann schon mehr als Ja, eigentlich. Inkasso. Das geht am Endeffekt eh immer nicht um Inkasso. Inkasso, Auskasso, Du musst einfach Kassel. nur dich bei den Stadtleuten melden, dann kriegst du keinen Inkasso. Die haben nicht genauso wenig Bock, den Scheiß zu machen. Siehst du das Mädchen von Inkasso 4? Um deine musikalische Vorliebe von 14 nochmal zu sagen. Guck, jetzt bin ich ja bei 300. So, Leute, während er das jetzt hier. Oh, diese Logos von ARD, ZDF, die sind aber wirklich ganz hübsch. Wir zahlten sowas. Also, im letzten Podcast wurde ja kurz angerissen in den Kommentaren, dass das ja nicht so klug ist, es nicht zu verweigern. Kannst du dich an den Kommentar erinnern? Es ist klug, nicht zu verweigern, das ist richtig. Es ist nicht so klug zu verweigern, war die Aussage. Und da Das ist hast du gesagt, das eine dumme wäre sehr Aussage. unreflektiert. Ja. Weil der Kollege meinte, ich weiß es gar nicht, von wegen, manche Sachen guckt er sich. Ach, was weiß ich. Ich weiß es nicht mehr. Können wir jetzt, glaube ich, auch nicht machen. Ich will ja auch niemanden irgendwie blöd machen, der völlig der Meinung ist, dass es richtig ist, das zu zahlen. Und das Ja. deshalb zahlt, aber ich denke, die meisten sind es einfach nicht. Und die machen das halt, weil sie Weiß nicht, wenn Tante Emma ihren erpresst Fer werden. wenn Tante Emma ihren Fernseher hat und jeden Abend irgendwie ZDF-Doku und alles sich reinzieht. Aber selbst dann, also selbst wenn jetzt. Ich meine, das ist ein anderer Ansatz. Weißt du? Da denkt man Wenn schon. jetzt nicht der Emma jeden Tag Netflix guckt, ist die immer noch bei 10 Euro, weißt du? Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Was? Nicht Emma. Ja. Nicht die Emma. Verstehe nicht. Nichte. Ach, nicht der Emma guckt jeden Tag Netflix. Genau. Ja. Und chillt die dabei oder Das worauf weiß willst ich du ja nicht. Es hinaus? geht darum, dass sie keine 17,50 bezahlt. Egal wie viel und wie krass und wie Verkannt. übel. Ja. Dass es in keinem Verhältnis steht zu Preis-Leistung. Und dass die Gelder auch nicht in die Produktion gehen und dass man, wenn man die Produktion nicht nutzt, sie trotzdem bezahlen muss. Ich meine, gut, wenn man wirklich der Meinung ist, dass man da Werte von 17,50 € monatlich vermittelt kriegt, soll man es machen, wenn man es einsieht. Aber ich finde es Quatsch, sich dazu zwingen zu lassen, obwohl man keinen Bock hat. Und Also die Sache ist ja. man ist eher ganzheitlich betrachtet ein schlechter Mensch, wenn man es bezahlt. Hehehehe. Da stelle ich mich nicht hin, das zu bewerten. Obwohl man Aber. es nicht möchte, weil im Endeffekt unterstützt man ja dadurch, dass noch mehr Leute, die es nicht bezahlen möchten, unterdrückt werden können. Ja. Also die Sache ist ja einfach vom Gefühl her, ne? Ich bezahle meine Miete und habe dafür die Wohnung hier. Und ich bezahle meinen Strom und habe dafür den Strom. Aber wenn ich dann das bezahle, aber mir das halt nicht angucke oder auch gar nicht angucken möchte, dann fühlt sich das da schon ein bisschen schlecht an. Und dann ist ja die Sache, wenn das über Nacht urplötzlich keiner mehr bezahlen möchte oder würde, Genau. so, ne?
dann Feierabend. Also es ist ja jetzt schon der Effekt, dass es wirklich, würde ich sagen, exponentiell, aber wirklich stark immer mehr werden, die es verweigern, weil immer mehr merken, dass man es eigentlich wirklich nicht zahlen muss, wenn man geschickt ist. Und irgendwann wird es einfach so weit kommen, dass das bröckelt ja jetzt schon extrem. Also wenn man diesen, was war das für ein Gerichts, ich kenne mich mit diesen Instanzen nicht so gut aus, aber einmal wurde ja vor einem halben Jahr oder so Recht gegeben, was die ganze Sache nochmal völlig neu aufgerollt hat. War das Karlsruhe? Ich bin mir nicht sicher. Nee, war's nicht. Müsste ich nochmal, das war so eine Hotelbesitzerin, wissen bestimmt viele, die sich damit beschäftigen. Also die ist da zum ersten Mal durchgekommen und musste eine Sache nicht bezahlen, die sie nicht nutzt. Und da merkt man schon, dass das ins Bröckeln kommt. Und wenn da wirklich weniger und weniger Leute Gelder reinstecken, in Form, dass sie sich. Was denkst du, Lustiges gerade? Okay, gleich. Weniger und weniger Leute Geld reinstecken und das halt supporten können und die sie nicht mehr supporten lassen können und auch immer weniger Geld zur Verfügung haben, desto mehr wird das in die Knie gehen. Ich meine, über Nacht wird es nicht gehen, aber halt immer mehr. So, jetzt, was ist so lustig? Wir haben so spritzig witzig angefangen, weißt du? Ich bin jetzt gerade nicht in der Verfassung, hier seriös zu reden. Wenn du sagst, es fängt an mit Bröckeln, dann denke ich halt an Scheiße und Ach so, du musst lachen. lol. Einfach wegen dem Vorlauf und alles, was du sagst, wie in die Knie gehen und so, hat die Konnotation. Ja, gut. Ja. Jetzt hör ich den Teil nochmal an. Ja. Gott, oh Gott. Ja, also ist ja auch egal, wo waren wir denn vorher? Wir wollten noch bei Lidiro vorbei. Jetzt sind wir Genau. hier so querbeet, Tag ein, Tag aus schon wieder. Ja, und weil die halt. Sind wir bei Funk. Da hatten wir gebrainstormt, wir machen eine Demonstration vor der Tür. Aber letztendlich sind die ja jetzt nicht diejenigen, die es eintreiben, sondern auch nur die Unterstützung davon bekommen. Und das war schon rechtens, was du da gesagt hast, dass das dann vielleicht ins Lächerliche gezerrt wird. Weil wir können zu zweit keine seriöse Demonstration vor dieser Tür machen, glaube ich. Wir können zu zweit und vor dieser Tür keine seriöse Demonstration machen. Ja, auch wahr. Sag mal da. Aber es ist immer noch besser, als die Tür mit Pappstein zuzumauern, was deine Idee war. Ja, das ist immer so lustig. Die macht die Tür auf und dann ist das so eine Mauer und die denkt so, fuck, und dann ist es nur Pappe. Ja, und dann kommt der Du Soundeffekt. wirst heute richtig schneiden. Ja, ich werde mir jetzt richtig die Finger wund schneiden, du. Ja. Schneiden, rein, hochladen, Schneiden, ankündigen. schneiden. Leute, habt ihr Ihr das neue werdet Lied mich vom bemerken. Drachenlord gehört? Den Roast Yourself. Den spielt jetzt mal nicht ab. Ankündigen, schneiden, rendern, hochladen. Und trotzdem wird kein Video fertig. Guckt sich an. Gut, sind wir durch mit allen Themen. Machen wir heute ein Wir machen bisschen, keinen bisschen, Kürzung. bisschen früher Schluss-Podcast. Bisschen früher Feierabend-Podcast. Ja, Also, immer, boah, immer ey. kreative Jetzt Ideen dabei, ne? habe ich mir endlich zu Ende angehört. Das kann nicht pennen gehen, ey. Das ist der Hammer. Da freuen sich die Leute, Wir können ihn einmal zu dass sie Ende heute nicht so lange anhören, hören müssen. ne? Ja. Ihr hört diesen Podcast, da spart ihr heute mal Zeit. Genau, Das ist ein genau. Geschäftsmodell. Doch, das ist gut. Das hatte ich ja so ähnlich auf Nosferatu schon, dass du bei einem Video, was du mit Clickbait irgendwie eine Frage, hält dieses selbstgebaute Trampolin in einem 10 Minuten langen Video ausgestreckt und du zeigst eine Szene und schreibst die Antwort hin, ja, nein. So. Quasi, dass du den Leuten Zeit sparst. Indem du einfach die Essenz des Videos zack. Und wir sparen Du der meinst wie den unser Leuten. Köln-Vlog? Hallo, oh, du weißt, dass wir keine Vlogs machen. Dich. Ja, so Nö. ungefähr. Nee, also wenn jetzt hier irgendwie, wer macht denn Videos? Bibi stellt ihr neues Produkt vor. Das Video heißt, ich habe ein neues Produkt? Fragezeichen, Fragezeichen. Einfach so, ich habe ein neues Produkt, Ende. Ja, und dann da ein so ein Frame, wie sie es in der Hand hat. Ja, Ende. Ja, Ist gut. ein Format. Ist ein Format, das mindestens 3 Videos lang auch für den allerletzten nicht mehr lustig ist. Das ist doch schon wieder so negativ gedacht von dir. Das ist. Guck Mach, mal, mach! guck mal. Kennst du Ultralativ? Nein, Nyan, Nyan Cat. Nyan. Kennst du? Kennst du das? Kennst du das? war das Frauen, ey, ich 2013? übersetze euch, ne? Ultralativ Frauen, ey. Frauen, Ultralativ Frauen. Kennst du das? Verstehst du nicht? Na, jetzt leg mal los. Es geht nur darum, dass die irgendwie 2 Jahre lang jede Woche ein Video gemacht haben, Thumbnail der Woche. Und im Prinzip, klar, das sind ja auch so Leute, die sich auch gern selbst sprechen hören. Ich ja auch so. Und das ist unterhaltend. Aber im Prinzip haben sie immer wieder das Gleiche gesagt. So 80% dieses Thumbnail ist wieder scheiße.
Und ab und zu haben sie auch mal gute hervorgehoben, aber im Prinzip war es immer das Gleiche. Aber es hat mich unterhalten, es hat die Leute unterhalten und zack. So. Da wird nicht Haben die gedacht. aus ganz YouTube alle Thumbnails durchgesucht und dann irgendeins genommen und gesagt, das Beste oder Die wie ist gucken das? halt jeden Tag in den Trends nach oder so. Okay, Und man kennt das ja auch die viralen Hits zur Zeit. So. sieht für mich, hört sich für mich irgendwie nicht geil an, aber vielleicht ist es geil. Kann dir mal so ein Video beispielsweise schicken, auf jeden Fall. Die gehen da nicht ran mit. Wie, du kannst so nicht an dein zukünftiges Geschäftsmodell rangehen. Oh, das braucht ja keiner. Oh, so ein Telefon, was man streicheln muss, damit es funktioniert. Wer will denn das? Das klingt doch voll albern. Ja gut, dann kommt es aber Ja. natürlich auch darauf an, wie du das Ja, eben, verkaufst. Und eben. wenn du sagst, Und du hast es gerade vor den Leuten hier, vor nee, unserer du Zielgruppe, hast es von mir vor nicht. unserem Weißt Klixi. du, hört jetzt mal kurz weg. Ja. Du hast es von mir nicht ordentlich verkauft und deshalb fand ich es scheiße. Das heißt, du kannst auch nicht den 90% Leuten da draußen Das ist doch aber verkaufen. witzig. Du springst auf den Hype auf, den ein virales Video oder irgendein Trend-Seitenvideo hat. Das ist ungefähr so witzig, wie jemand eine übelst große Kiste zum Geburtstag zu schenken, wo dann ganz, ganz viel Verpackung und innen drin nur was ganz Kleines drin ist. Einmal in deinem Leben hast du ja bestimmt drüber gelacht. Nein. Ich hatte dann übelst viel Müll, den ich wegschmeißen musste. Ja, und dann haben wir folgendes Szenario. Habe ich heute erst gelesen. Hast ein Seminar besucht dazu, Habe ich ja? ein Webseminar besucht in Form von einem YouTube-Video. Nee, es war ein Reddit-Post. Zu einer Seite hat das verlinkt. Das ist nämlich das erste Mal heute oder gestern. Jemand diesen Witz lustig Es sind. fand. Ja. So. Und deswegen ist nämlich. Na, ach komm, laber mich nicht voll. Es ist das erste Mal vorgekommen, dass es in Europa, ich weiß nicht genau wo, kälter war als am Nordpol. Wenn ich es richtig gerade zusammengefasst habe. Und das ist nicht gut. Heißt, die Erde pult sich jetzt endlich um. Richtig, wenn jemand nämlich so ein riesen Paket aufmacht und den Müll wegschmeißt, dann schmilzt das Eis und wir sterben alle. Amen, Bruder. Genauso. Ja, aber das ist halt reell, ne? Es ist reell. Fisch sterben im Ozean und das hat nichts mit Aquaman zu tun, so. Und warm ist auch da oben. Joa. Ich kenne jetzt die Fakten nicht, aber es ist warm. Vielleicht ist es hier auch einfach übelst kalt. Denkt mal drüber nach. Ja, das ist halt, weil sich irgendwas verschoben hat, aber trotzdem, wenn es da oben warm ist und die Eiskappen schmelzen, ja, da guckst du aus der Wäsche. Ist denn Ostfriesland endlich überspült? Sylt endlich im Meer versenkt, Ja. um zu deinem 14 Jahre Musikgeschmack zu kommen. Ja. Naja, also Ja. gut. Das sind Sachen, wo man nicht viel machen kann. Na, aber mit der Einstellung erst recht nicht. Darum ging es ja. Naja, also Das, es du geht darum, verkaufst mir jetzt also auch ganz schlecht. soll ich jetzt meinen Kühlschrank irgendwie in den Nordpol stellen offen Nee, was ist denn das für eine damit Quatschsache es wieder jetzt? kalt wird? Du könntest zum Beispiel deinen Kühlschrank ausmachen, wenn kein Inhalt drin ist. Mein Kühlschrank ist immer Inhalt. Und wenn ich Urlaub fahre, mache ich meinen Kühlschrank aus. Aber wenn draußen minus 10 Grad sind, könntest du das alles aufs Fensterbrett legen. Ja. Machst du aber nicht. Wo weißt du das? Das sehe ich in deinen Augen. Warum bist du so oberflächlich? Warum randalierst du in fremder Leuter Wohnung? Ist mein Gegenstand hier, den ich randaliere. Nee, aber die Leute wollen doch jetzt hier nicht in Nosterer Streit. Wobei doch. Doch, Nee, Robin, dann Beef mache geht ich jetzt meinen immer. eigenen Kanal. Ja? Ja, Machst doch deinen da eigenen kommen Podcast. Songs über Gaming kommen da hoch. Das klingt nach einem Erfolgskonzept. Ist auch eins. Ist halt auch eins, aber irgendjemand hat sich entschieden, das nicht weitermachen zu wollen. Genau. Wer Was ist sollen die das Leute gewesen? denken? Hallo, ich hab vor der Gerber eine getroffen, ja. Hab mich super mit der halben Stunde mit der unterhalten. Ach die, So ein da stand bisschen, ich daneben. ja, so ein bisschen auch nah und so weiter. Und dann irgendwann weiter vorne meinen sie dann, ja, ach so, ich weiß nicht, in welchem Kontext, boah, ich hasse YouTuber. Und das war dann so der Moment, wo ich dann so Schritt Da für hat sich Schritt richtig langsam rückwärts weggelaufen dein bin. Pullermann so hochgekringelt. Hat er sich wieder eingefahren. Und dann hättest du nur sagen müssen, hier, kennst diesen Watchdog-Song? Der ist von mir. Nee, also sie hat wirklich gesagt, dass sie die hasst, so. Reißverschluss. Genau. Und da bin ich dann ganz schnell weg. Aber warum? Also das ist ja auch schon wieder dumm. Das ist ja schon wieder echt dumm zu Prinzip Hate. Ja. Ich hasse alle YouTuber. Ja. Also ich verstehe das ja, dass man irgendwie sagen kann, Und es gibt echt deshalb gehe ich dann dumme lieber weg, anstatt da YouTubes. irgendwie mich noch irgendwie mit zu befassen. Dennoch, ich glaube nicht, dass Watch Dogs ein Einzelfall gewesen wäre. Wenn du, weißt du, theoretisch ein so ein Lied im Monat, oder vielleicht sogar zwei, du, da ist Potenzial nach oben, aber wenn du keinen Bock drauf hast, dann ist das ja auch okay. Ja.
Wie geht mein Song über Mario Party? Mario Party, Mario, hast du den gemacht? Ja, eben. Ich hatte nämlich eine Zeit lang monatlich was gemacht. Mario Party, Party. Doch, warte mal, das war irgendein Beat. Ach. Nee, das war ein Beat, den ich irgendwie mal empfohlen hatte oder irgendwas. Genau, das, ich glaube, das war der Beat, wo ich gesagt habe, du sollst mit MCM mal was machen. Das war die Zeit, wo ich mit MCM was gemacht habe. Naja. Aber halt diesen Song hier irgendwie, MCM kommt vorbei. Doch, doch. Okay. Gut, ganz dann dunkel. Weißt du scheinbar doch. Ja. Genau. MCM, wir waren kürzlich im Busdepot, oh, war das wo gut wir gewesen. Zwischendurch dachten, dass es. Haben wir schon erzählt. Das haben wir letztes Mal erzählt. Dass wir im Busdepot Ja, waren? das haben wir letztes Mal erzählt. Echt jetzt? Ja, weil, wo wir dachten, dass es schon abgerissen war und dann stand da plötzlich immer noch das Busdepot, weil das sich schon viermal verabschiedet hat. Es gab, also für alle, die es nicht wissen, es gab schon vier, das Busdepot schließt Partys. Sicher, Was dass wir das allein schon erzählt an haben? sich schon Fakt ist, und jetzt war ich eigentlich fest überzeugt, dass es jetzt abgerissen wurde und ja, kürzlich war da wieder eine Party Wir drin. haben vorher gesagt, wir haben das vorher gesagt, wir haben angekündigt, dass wir dahin gehen werden im letzten Ach Podcast. so. Ziemlich sicher, ja. Okay, dann so rum. Ja. Und es war alles wie früher. The Phantom Breaker war da. MCM hat als MCM Tanzäffchen auf war so da. einer Anhöhung Ey, wir rumdancen haben irgendwann dürfen. alle als Tanzäffchen auf dieser Tanzanhöhung Ja, aber rumgedanced. wir haben das freiwillig gemacht. Ich glaube, er wurde schon so Zu gezwungen. manipulativ in diese Richtung. Hier, tanz doch da mal, haha. Und die Leute finden das toll. Ja, Wie dem das war auch wirklich sei. 1A Musik. Saufen, jeden Abend saufen, morgens, mittags saufen. Das war für mich das beste Feature an diesem Und was ich Abend. witzig fand, jedes Mal, wenn das kam, wollte Franz unbedingt da rein und das hören, Ja. weil es da irgendwie für billig Geld einen Shot gab und Franz kann ja gar nicht trinken. Ja, aber der Song ist halt auch catchy. Catchy AF. Ich war auf dem Klo an diesem Abend. Und das war so eine selbstgebaute Baracke, die sich da aufgetan hat vor mir. Da habe ich mich hingesetzt und habe dann nach vorne geguckt und gesehen, dass da so mindestens 2 Zentimeter Spalt ist, dass jeder reingucken kann. Bin ich erstmal wieder aufgestanden und habe so eine Klopapierrolle aufgeleiert und so 1,5 Meter, damit auch die Polkappen richtig schön schmelzen, verschwendet, um da in diesen Schlitz rein zu quetschen. Dann habe ich mich wieder hingesetzt, habe dann nach rechts geguckt und habe gesehen, dass diese Platten so leicht versetzt waren, dass alle, die auf der anderen Seite oben stehen würden, auch direkt reingucken könnten, ich aber nicht zurückgucken kann, weil ich halt nur die Decke sehe und die können perfekt auf mich gucken. Und dann, in dem Moment, als ich das gesehen habe, rüttelt es halt übelst an der Tür, weil irgendein Besoffener davor gefallen ist. Und dieses ganze Konstrukt fängt halt fast an zusammenzubrechen. Das war also eine sehr schöne Konntest du da Toiletten. trotzdem noch Kacki? Ich konnte da noch Kacki, ja. Ich habe aber schön den Rand abgelegt mit so einzelnen. Machst du das? Na, auf so einer Pissveranstaltung, Ist Alter. wirklich. Ich Widerlich. würde mich da auch nicht unbedingt draufsetzen wollen. Alter. Gott, oh Gott, das ist, da muss ich sagen, das ist so, ich hab's ja jetzt nicht Vor allem so. auf so einer Pissveranstaltung. Pissen Sie heute. Pissen Sie bei uns hin. Ja. Ein Pissen, ein Schott. Ja, das wäre ähnlich erfolgreich wie dieser, ich vergesse immer wieder meinen Musikpark-Party da. Ach so, mit den Bumse-Party. nackig ausziehen Nackig und. ausziehen und dann gibt's alles for free und alle sind glücklich. Nichts Ach, zu der dergleichen. Bumse-Party muss nicht noch eine kleine Klarstellung loswerden. Das mit Oh. Johannes habe ich falsch erzählt. Oh shit. Es war gar nicht so. Hat er dir das gesagt? Ja, nein, das ist mir selbst Ach aufgefallen. so, okay. Das war nicht so, dass die Mädels den rumgekriegt haben, die wollten uns rumkriegen und Johannes hat von vornherein gesagt, die wollten uns verarschen. So war es nämlich Ja, richtig. was? Ja, Die wollten wirklich. uns Ja, rumkriegen. ja. Warum weiß ich denn davon nichts? Du warst dabei. Okay. Ich lass mich nicht rumkriegen. Erobert und so. Was wollte ich noch sagen? Podcast. Genau. Mann, ich hatte eben noch einen rechten Flow von der anderen Pfeife. Jetzt hast du mir wieder. Worum geht's denn gerade? Was haben wir denn gerade Mann, hör auf mit überlegt? dieser Scheiße. Das ist kein gutes Hörerlebnis für die Menschen. So, wir wollen hier schon ein bisschen Struktur reinbringen. Guck mal, 25 Wieder Minuten. eine Minute totgeschlagen. Mit Nonsens. Und es wird immer schlimmer. Ja, wir haben ja jetzt heute mal spontan uns hier ohne Themensalat hingesetzt und gemacht. Wir haben immer noch nicht gesagt, was wir mit Lidio machen. Außer im nächsten Podcast hinlaufen, aber, ne? Live-Interview. Ja, aber das ist kein Hauptkanalvideo. Ach, ein Es geht ja Hauptkanalvideo. darum, irgendwie, haha, witzig, guck mal, was die machen. Video. Das ist auch unser Kanalkonzept. Ja. So alles rund in und Rund um um. das große Thema, haha, guck Haha, mal. genau. Haha, gucken, was die da so machen. Ja. Die machen da was. Achtung, Achtung, Leute, haltet euch fest, die machen jetzt gleich Guck mal, etwas. der Mann da vorne, der macht Faxen. Oh Gott, Alter. Der Hass, ne? Halt es erst kurz wieder mit so einer Korrespondenz, mit der ich da hier geredet hatte und dieses wundervolle Gefühl von wegen, du bist auf einer Party.
Du hast angesprochen, pass auf, setz den Hebel an. War mal beim Elektroswing in Jena Boah, gewesen. du hast jetzt wirklich schon 20 Sekunden nur nichts Das, das, gesagt. Komm, ja, fang aber mir das mal an. das war halt, weil in meinem Kopf hat sich das Thema Achso, aufgebaut, so, und jetzt wie bin so ich ein da. Gewitter zusammengezogen, jetzt Genau, kommt der Blitz. jetzt kommt der Blitz. Achtung, waren wir beim Elektroswing in Jena. Es war richtig schön, wir waren mit Maggie da und ihrer Sippe. Und ein Teil ihrer Sippe ist wohl so etwas wie ein Lehrer. Obwohl der Teil noch sehr jung ist, keine Ahnung. Und da war so ein Schüler und er hat da 3 Stunden rumgedanced. Erstmal übelst komisch, dass er mit seinem Lehrer danced, sondern hier die weibliche Korrespondenz, die er da dabei hatte, die war total voll und die war auch Lehrerin und da hat die auch Schüler getroffen und so. Ganz komisch auf jeden Fall. Ich mir das vorstelle, meine Lehrer besoffen auf dem Elektroswing zu treffen. Das ist witzig. Und auf jeden Fall hat der Schüler da rumgedanced und nach 3 Stunden so, ey, warte mal, du bist doch der hier. Machst du heute wieder was? Das ist aber wirklich jedes Mal so. Ich stehe halt seit 3 Stunden neben ihm oder dance seit 3 Stunden neben ihm, ohne irgendetwas Besonderes zu tun. Vielleicht Machst du hier heute eine 20. Aktion Ja, halt? machst du hier heute noch eine Aktion oder was? Warum bist du hier im Supermarkt? Planst du wieder Das was? ist wirklich so Warum hast du denn da eine sein Milch in der Hand hier im Scheiß. Supermarkt? Nee, Willst du hier etwas das ist veranstalten? wirklich so. Bei mir ist es halt ein klein wenig anders. Ich krieg immer Machst was. du wieder so einen Nee, bei Watchdog-Song? mir kommt immer was Noster gelassen. Ach du Scheiße, Macht dir hier was. Das ist ey. wirklich so, es ist kein Scheiß. Oh Gott, ey. Ich krieg das so oft. Ja, Kalle hat ja ähnliche Du Dinger, hast Noster gelassen. wo es dann heißt, jo, Videos und so. Und seine Reaktion ist ja dann immer, mich anzurufen, auch wenn es nachts um 5 irgendwie ist, und mir diesen Hörer dann zu geben. Und da ist dann halt irgendein besoffener Fan oder was weiß ich, Troll. Oh, neues Video, aber was? Man kommt mal wieder was. Ja, es ist halt einfach Und geil. dann willst Es du ist aber halt auch. nicht ausgedacht, es klingt so, als wäre das irgendwie so, es ist wirklich so. Da willst du dann natürlich auch nicht auflegen, weil du bist ja nicht der Assi, du bist ja der, der auf Kommentare So antwortet. klarer Fall von einem Assi ist ein Typ, der nachts schlafen will. Ja, doch. Ja, guck doch mal, wenn dich da jemand anruft und weißt du, dich ganz okay findet, deine Videos mag, so, Okay. da willst du dann zumindest kurz sagen, heute Nacht kommt kein neues Video mehr. Kannst dich beruhigt weiter auf deine Party konzentrieren. Ja. Da musst du so eine Hotline machen. Kann ich auf Party gehen oder kommt heute ein Video? Oh, das ist dumm, Sitzt ja ey. immer mit dem Headset in so einem Großraumbüro alleine. Ja. Und nimmst Anrufe entgegen, so. Keine Ich Ahnung, so alle 3 Stunden ruft mal einer durch. sitze auf meinem Bett hinter einem Schreibtisch und nehme die Anrufe entgegen. Ja, gut, also das ist halt auf jeden Fall nicht so geil. Zum Headset. Wenn ihr uns mal seht, macht das nicht. Oder etwa doch? Ja. Nee, also was wäre denn für dich das Ideale, wie du angesprochen werden wollen würdest? So. Hey Kani, wann kommt ein neues Video? Nee, das ist eine gute Frage. Ja, die meisten kriegen das schon hin. Also, das ist jetzt nicht der Punkt, wo Nee, das. klar, es ist ja nicht irgendwie immer nervig oder so. Also was halt für mich echt so ein bisschen komisch ist, ist immer dieses, na, machst du heute wieder was, wenn ich halt offensichtlich gerade nichts mache. Na, also Oder wenn ich als Privatperson auf einer Party bin. jetzt fällt mir direkt nicht ein, wie er heißt. Der Typ, den wir immer auf Party, hin wie auf Party treffen. So ein Blonder, so ein richtig freundlicher. Wie hieß der denn nur? Weißt du, Also wie ich ist der meine? Nougat-Bits irgendwie Nein, oder? den haben wir doch auch im Busdepot getroffen. So ein blonder, Den es hin und freundlicher. wieder erkennt. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht komme ich gleich drauf. Den haben wir hin und wieder gesehen. Also den kenne ich halt von Kirmes. Können wir kurz Pause machen, während ich ihn auf Facebook suche? Nee, Okay. dann werde ich gegenmoderieren. Mach das flink. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ich sage auf jeden Fall nochmal, wie möchte man Ich würde ihn angesprochen zumindest werden? gerne mal grüßen, auf Verdacht hin, dass er zuhört. Ja, das Ding ist auf jeden Fall, wenn grundsätzlich gesagt wird, hier geile Videos und so, natürlich, ist ja das Naheliegendste. Also wenn man jetzt irgendwie einen Musiker trifft, sagt man ja auch irgendwie hier, ich feiere deine Musik oder so. Ist ja nichts, Ja, da spricht ja freut nichts man sich auf jeden dagegen. Fall drüber. So, da spricht Denn, nichts dagegen. exakt. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, hier, wir hassen das, wenn wir angesprochen werden oder sowas. So ist es nicht. Es geht halt wirklich nur darum, immer diese Erwartungshaltung, dass jetzt irgendwie was Krasses passiert. Weil so ist halt der Alltag jetzt nicht. Von daher weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn es spezifisch ist, kann ich am meisten damit anfangen. Wenn eine Person zum Beispiel sagt, hier, was weiß ich, Assassin's Creed 3 oder sowas, mein absolutes Lieblingsvideo von euch. Dann weiß ich, okay, alles klar, der kennt auch ein paar mehr Videos. Ist jetzt nicht so einer wie
hat David sich mal drüber beschwert, haben wir jetzt wahrscheinlich weniger. So Leute, die wissen, ah, hier, das ist doch, der ist doch irgendwie bekannt. Ich mache mal schnell mal ein Foto mit dem, auch wenn ich ihn nicht weiter kenne oder so. Also, würde ich jetzt auch nicht verurteilen, aber wenn jemand sagt, irgendwie konkret, das und das ist mein Lieblingsvideo oder was weiß ich, oder die Szene oder den Clip oder so, fand ich richtig gut. Okay, sagt mir gerade nichts. Das ist schade. Na, wie gesagt, einfach so ein Dude und den habe ich schon auf Kirmse mal getroffen. Da kam er auch so mit geile Videos oder so. Ja. Und es ist ab, kam wieder mit zwei Mischen. Und das ist, wie ich angesprochen werden möchte. Also ich möchte was gratis. Exakt. Also das, so wird es richtig gemacht. Wir haben auch den ganzen Abend uns gegenseitig eingeladen. Das war voll witzig. Aber halt so halt normal. Also wer sagt nein zu was gratis? Das ist jetzt natürlich völlig überheblich zu sagen, schenkt uns Sachen. Aber ich meine, das ist halt dein Lebensunterhalt im Endeffekt. Ja, ist korrekt. Die Kehrseite der Sache ist, mir wurde halt schon echt oft Alkohol angeboten und das sage ich halt dann immer nein. So. Also. Ja, aber das auf ist ja. Auf Party gibt es halt nicht viel andere Sachen außer Alkohol. Kann ich dann sagen, ja, hier gibt's Kalle, der freut sich. Ja, gut, aber die Geste allein, da würdest du schon sagen, ist ja kein nerviger Typ dann im Prinzip. Ich meine, ja, aber es ist ja jetzt nicht verlangt, was auszugeben, um zu beweisen, dass man cool ist oder so. Ja, das ist auch klar. Ne? Das wollte ich ja damit auch gar nicht sagen. Aber allein Leute, die halt auch, nachdem sie da sind, normal weitergehen, das ist schon echt ein Bonus. Ja. Weil es gibt Leute, die machen das nicht. Ja. Selten, ja. Aber es gibt sie. Also das Ding ist, ich glaube, es wird erst an dem Punkt schwierig, wenn die Person nichts wirklich beiträgt und du dann quasi dich in der Position siehst, okay, ich muss jetzt quasi dieses Gespräch irgendwie am Laufen halten, damit es vielleicht für die Person nicht komisch wird. Das hatte ich schon ein, zwei Mal. Wenn die Person einfach nur sagt, coole Videos und dich dann erwartungsvoll anguckt, so, weißt du wie? Und du dann, ja, danke. So, und dann, was sagst du dann so? Und dann ist halt meine Frage in der Regel, deswegen habe ich das gesagt, was ist so dein Lieblingsvideo oder sowas, weißt du? Damit da einfach noch so ein bisschen was ist. Mhm. Aber wenn es einfach nur heißt, coole Videos und dann vorbei und dann bleibt die Person dann aber stehen, weiß ich nicht, was ich dann jetzt machen soll. Ganz, wenn wir auf Gamescom so Treffen machen, dann stehen sie in so einem Kreis von 5 Meter um einen herum und weiß nicht, findet er das jetzt geil? So dieses Rumstehen. Der kommt ja jetzt gar nicht her. Ja, aber bisher ist ja immer die Treffen ganz geil gewesen, fand ich. Ja, also das Ding ist, ich habe ja diesen Hype nicht, habe ich ja schon öfter gesagt, aber weiß ich nicht, wenn jetzt die Blood Red Shoes zufällig auf der Gamescom rumstehen würden, würden da Leuten Autogramme geben oder so. Und es hätte einfach nicht halt dieses, ihr stellt euch jetzt an und wir geben Autogramme, sondern halt, wie wir es auf der Gamescom haben, wir sitzen da im Kreis rum, eher so wie schon fast Freunde oder so. Dann würde ich da auch irgendwie dazu, da mich freuen, da zu stehen irgendwie. Aber es wäre jetzt auch nicht so, oh, krasser Hype, Alter, oh, was. Mir fällt übrigens, ich habe ja gerade gesagt, dass ich es gut finde, wenn Leute dann wieder gehen, da fällt mir auch die lustige Sache mit Kai ein vom Video Days, Aftershow Party, wenn du dich erinnerst. Ach, Kai. Der berühmte Kai. Der Kai. Der, okay. Der Kai, beliebiges Obst. Ja, Kai Birne. Kai Artischocke. Kai, oh fuck, wie heißt das Hipster-Ding? Oh. Kai Avocado. Ja, genau. So. Naja, und dann bin ich ja dann auch, hab gesagt, hier, mach mal ein Foto für meine Mutti. Ja. Und ich glaube, der hätte kein Problem gehabt, sich noch kurz mit mir zu unterhalten. Aber ich bin dann selbst so gesagt, tschüss und bin ab. Und hab den voll stehen lassen, weil ich dachte, ich will den nicht nerven. Meinst du, er war traurig, dass du gegangen bist, quasi? Ja, ich weiß immer nicht, wie ich mich da verhalten soll. Das ist ganz komisch. Ja. Also, auch wenn wir jetzt berühmt sind, wir kennen das Gefühl auch. Ja. Ja, wenn wir einen Berühmten treffen. Ja, still, vor allem, als ob wir den Namen verschweigen müssen, nennen wir ihn einfach bei Pflaume, oder? Für dieses Beispiel als aber ob nur. Wir den jetzt anonym halten müssten, weil der da irgendwie mal anonym auf dieser Naja, wenn Geschichte der mit uns assoziiert wird, du, da könnte es schon Trouble geben. Bin ich mir sicher. Ah, ja, aber ganz ehrlich. Für dieses Beispiel jetzt mal Kai Pflaume. Angenommen, ihr hättet jetzt eine Mutti, die früher immer übelst gern nur die Liebe zählt geguckt hat und trefft Kai Pflaume, da macht man doch ein Foto für Mutti, oder ja? Nicht? Klar, aber wenn du schon ein Foto mit ihm machst, dann musst du dich auch schon mit ihm unterhalten. Sonst kommt er sich wertlos vor. Dann denkt er, naja, du bist so ein Hype. Das Gefühl hatte ich halt wirklich, weil er hat dann irgendwie noch irgendwas gesagt. Habe ich dann so, ja, und bin dann abgedampft. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Welche ist deine Lieblingssendung? Ja, ja.
Halt die Fresse. Unterschreibe, damit ich das auf eBay verkaufen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also was? Was hab ich denn lieb? Fuck, ey. Mann, ja, aber er stand dann ja, nachdem ich wieder weg bin, war er ja dann wieder alleine da. Ja. Also wenigstens so ein paar Sekunden. Da hab ich so awkward, ja, hat an seiner Flasche rumgespielt, die man hatte. Hat sich rumgeguckt, so Handy in den Rücken, so mit dem Fuß so diesen gemacht, so nach vorne. Heuballen durchs Bild gerollt. Nein, das war ja nicht so. Tränen über seine Wange, alle aber tanzen das, aber dieses Gefühl hatte ich halt, so dieses, ich habe ihn jetzt voll stehen lassen. So, er ist dann weitergegangen, hat dann irgendwas anderes gemacht, klar. Ne? Hat er abends seiner Frau erzählt, ey. Ich habe ihn eingetroffen und er war voll unhöflich zu mir. Ich glaube, ich gebe Showgeschäft auf. Ja. Och Mann, jetzt hört er das und ist auch dran. Ja, bestimmt. Kai, wenn du zuhörst, melde dich bei uns. Wir helfen deiner Karriere wieder auf die Sprünge. Alter, der ist doch voll in der Karriere. Jetzt hört er mal auf. Nicht Karriere. So mit, ja, so, jetzt hören wir auf, über den so zu reden. Warum? Jetzt, das ist doch ein netter Mann. Ja, wir finden den noch cool. Wir finden den cool. Weißt du, nachher hört er hier zu. Also ich finde, der hat nicht die beste Stimme, er ist nicht der beste Moderator, aber er war immerhin da. Gut, genug davon. Das war richtig witzig. Ich habe noch eine... Hast du noch eine? Eine mikroskopisch kleine Anekdote zum Thema Lehrer auf Party getroffen. Hm. War mal... Also jetzt nenne ich wirklich... Alter. War mal nichts... was? Jetzt nicht wirklich keinen Namen. Wir waren in einer Bar, in einer Stadt. Ich treffe meinen Lehrer. Wir tranken ein Getränk. Wir saßen auf einem Möbel. Wir sorften Alkohol, wir pisten Urin. Ja. Und normalerweise ist er immer ein bisschen verschwiegen. Und da hat er halt sehr, sehr viel mit mir geredet. Und man hat schon gemerkt, dass er schon ein, zwei Bier hatte. Ich dann rausgegangen. Kurz wurde ich aufgehalten und habe dann zu ihm gemeint, ja, ich muss jetzt zu meinen Freunden, weil ich mich nicht weit unterhalten. Ja, ich gehe jetzt mal raus. Hast du ihm das so gesagt? Ich gehe jetzt zu meinen Freunden, ich will mich nicht weit unterhalten. Oh fuck, das ist cool. Hatte gerade keine Zeit, mich zu unterhalten, einfach weil waren schon Leute draußen und wollten halt gehen, ich halt mit. Und geh halt raus, wurde trotzdem noch kurz aufgehalten draußen. Von irgendeinem Typ, der gekotzt hat, war lustig. Mhm. Und dann kam halt eben jene Person raus, ehemals Vorbild von mir, läuft so 45 Grad über die Straße drüber nach links und läuft wieder die Straße entlang nach rechts. Und es wirkte so, als wollte die Person was aus dem Auto holen. Mhm. Was holt er da? Steigt ein und fährt los. Rechte Spur, linke Spur, Mitte. Voll. Ist um die Kurve am Horizont eine Explosion. Ja, wahrscheinlich. Gut. Und das war ein sehr vorbildlicher, ein vorbildliches Erlebnis. Ich finde, wenn Lehrer das machen, dann sollte das jeder machen. Es war lehrreich für dich. Mhm. Lehrerreich. Was ich sagen wollte, ich habe mir gerade so einen mentalen Pfeil an meinen Kopf gemacht, damit ich das nicht vergesse. Jetzt schon zwei Sachen. Alle Pfeile. Ja. Pfeil. So, ich habe Gedanke.txt. Genau, ich habe einfach so einen Finger.de auf meinen Kopf.de gedrückt, damit ich das nicht vergesse. Ich glaube, da ist Potenzial. Wenn irgendwann mal sowas ist in Berlin, so was das so gibt, ich kenne mich ja nicht aus in der Promi-Szene, so Berlinale, wo so berühmte Leute in den Füßchen da sind. Davids Geburtstag. Ja, irgend sowas. Wenn man da so auf dem roten Teppich mal so ein Video macht. Mhm. Und genau so angeht, also wie man halt... Zwei unterbrochen, im roten Teppich und eine mit der Kamera so gebückt hinterher. Ja, genau. Nein, wie man halt genau nicht mit Promis interagieren würde. Mhm. Das ist natürlich nur ausbaufähig, es kann nur gebrainstormt. Halt dieses Kai-Ding so. Bist du nicht hier irgendwie aus dem Fernsehen oder so? Lass mal Foto machen. Dann, wie du mit deinem Lehrer gesagt hast, ich will jetzt nicht weiter reden oder so. Weißt du? Der Promi erzählt dir dann was und dann sagst du, ja, ich möchte gerade keine Konversation. Nee, was? Ich möchte gar nicht mehr kommunizieren. Ist ja auch egal, so halt. Mhm. Nur als ganz grober Anfangsgedanke so. Das war der zweite Gedanke. Das ist ja das. Diese zwei Sachen, weil das eine war Kai Pflaum und das andere war dein Lehrer. Ach so. Dass man das so kombiniert irgendwie. Also, ich weiß es noch nicht genau. Das, wir machen jetzt richtig fertig bis auf Lend. Genau. Die Mission, wer bringt so, keine Ahnung, so eine Challenge. So The Rock sieht so eine Embryo-Haltung auf dem Boden flennt. Ja. Übst du Pfütze drunter. Übst erniedrigt. Kamera drauf. Oh Mann, wenn ich mit mir reden. Ja, irgend sowas. Das ist ja jetzt nur erstmal ein Gedanke gewesen. Wir sind ja eh noch. Webvideopreis hatten wir doch. Da gehen wir hin. Hatten wir es gerade eben von. Da gehen wir hin und machen Challenge, wer einen YouTuber zuerst zum Weinen bringt. Okay. Hey, bist du nicht dieser LeFloid? Sagen wir zu, weiß ich nicht.
Iblali. So Herr Trashpack hier. Bist du nicht Herr Nussheim? Lustheim, ja. Nee, das ist halt auch schon wieder alt. Aber so ganz grob die Richtung. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 10 Minuten. Was drückt bei dir gerade noch im Privatleben? Nix, Nix nix, drückt. alles läuft, Läuft. wackelt und hat Luft. Aber hast halt gerade noch zu tun, bis Mitte März wurde mir zugetragen über deinen Telegram-Account. Diverses des Tests, ne? Ja. Also, ja. Aber es ist halt eher so Lernkram, das ist. Schreibt mich privat, wenn es euch interessiert. Nee, was ich sagen Na, wie gesagt, wollte. also das Redesign der Nostra-Webseite kommt tatsächlich. Wir haben jetzt schon gestakeholdert, wie es neu aussieht. Das Wir ist halt haben uns wirklich. vom kontroversen, aber konventionellen Frotte verabschiedet. Ja. Zumindest in der Theorie bereits. Ja, nicht zuletzt, weil es halt echt scheiße aussieht. Echtzeit und echt Ah, scheiße. wo war denn dieser Kommentar, der sich meinen Code angeguckt hat und gesagt hat, der ist aus Gründen XYZ scheiße? Unter welchem Video waren das? Der müsste ziemlich sicher bei der Vorstellung der Website sein. Unsere eigene Also, ohne jetzt wieder Homepage. abschweifen zu wollen, doch schon abschweifen zu wollen. Ja. Da ist ein. Wer geht denn bitte auf eine Seite, guckt Ja. sich den Quelltext an, regt sich dann darüber auf und schreibt ein Code Review? Also ich glaube, du musst das so sehen. Wir haben mittlerweile uns den Status erarbeitet, dass wir immer Hilfe brauchen. Weißt du? Hey Leute, spendet mal Geld. Wir haben uns aber Hey auch den Leute. Status erarbeitet, dass wir überhaupt keine Perfektionisten sind. Richtig, ist auch wahr. Und dass unsere Kostüme das eigentlich auch widerspiegeln und so, ist Und richtig, aber unser trotzdem, HTML. vielleicht hat die Person es einfach nur gut gemeint. Hey, wenn ich Ja, den hat er hier. nicht geschrieben, hier, da kriege ich Krebs, wenn ich das sehe. Kann auch sein. Das ist aber nicht sehr hilfreich. Er hat ja, also wenn das der war, von dem ich denke, dass es der war, hat er ja irgendwelche hilfsbereiten Sachen dazu geschrieben noch. Er war das ja auch mit dieses Impressum oder wie das heißt. Angeblich gibt es Seiten, die sowas brauchen. Ja, aber die sind nicht im Hat er Beta-Status. ja auch darauf Im hingewiesen irgendwie. Status-Stadium. Ja, deswegen. Also vielleicht reden wir auch von verschiedenen, das weiß ich gerade nicht. Okay. Ja. Wahrscheinlich. Also wir haben uns vom Frotte verabschiedet, haben das Frotte ist einem postmodernen Rot gewichen, kann man das sagen? Postmodern und dennoch konventionell. Ja, okay. Also es hat, wenn man darauf geht auf die neue Seite, die ist jetzt so noch nicht online wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Podcasts. Ihr Ja, könnt ja mal vorbeischauen. die ist noch eigentlich dürfte die noch nicht online sein. Schaut mal vorbei auf die Also ich sag mal, Ad-Gesetzliste. der Hintergrund ist ja noch ein Placeholder, ist ja noch eine Art Concept Art. Ja. Dass der tatsächliche Hintergrund ist noch in Arbeit. Der wird gerade hier nebenan. Live Jetzt wird er gerade. erstellt, jetzt gerade wahrscheinlich, ne? Der guckt auch gerade so ein Webseminar, höre ich gerade, wie man das macht auf YouTube. Und sieht schon ganz gut aus, ja. Und was ja auch im letzten Podcast gesagt wurde, es war eine sehr karge Landschaft auf dieser Website, aber da ist jemand mit seiner AdSense drüber gegangen und auf einmal gedeiht da ganz leckere Werbung. Ich weiß nicht, ob das ist, was man jetzt als positiv. Doch. Also ich hätte jetzt ein paar Fensterchen reingeklatscht, einfach um es zu probieren. Ja. Könnt ihr ja mal bewerten, ob das schön ist. Was ich sagen will, geht mal auf die Das Website. keiner wird sagen, oh, wie geil. Warum nicht? Weil keiner unbedingt Werbung übelst geil findet. Ich würde es nur gerne einfach mal testen und gucken, wie sich's halt auswirkt, ob sich's auswirkt, weil im Moment rieselt da so der ein oder andere Cent halt rein. Und wenn es halt irgendwie nur so 30 Ist Cent im ja Monat Support, bringt ne? und Leuten übelst auf den Sack geht, dann würde ich es natürlich wieder rausnehmen. Und irgendwie mir was anderes überlegen. Ist ja Support. Bezahlt für die Webseite. Nee, das ist Nein. ja Quatsch. Das ist Quatsch. Außer wenn wir dann viral gehen und wirklich Clubhutsfrau Game im Stadium 2.1 ist. Ja, um es mal zu sagen, wie es ist. Also ich denke mal, bevor da nicht irgendwie so ein bisschen Traffic ist, nützt auch Werbung nicht. Und bevor das nicht halbwegs nach was Attraktivem aussieht, also ergo kein Frotte und Mehrwert bietet, denn der ist ja jetzt auch nur so semi. Ich meine, klar, man kriegt eine Auflistung aller neuen Videos. Du hast immer noch nicht Scroll und LOL aktualisiert. Scroll und LOL. Das ist Das ist aber wichtig. auch noch nicht optimiert. Ich kann jetzt nicht 5000 Bilder auf eine Seite hauen und mich auch noch ein bisschen dran rummachen. Da gibt es auch diese, also ich bin halt wirklich noch ein Steinzeitmensch, was das angeht. Es gibt auch die ganzen Frameworks, die das viel, viel einfacher machen. Kenne ich mir nie aus, ne? Also da noch zig Baustellen, bevor man überhaupt sagen kann, dass wir wirklich eine Seite haben. Und das Opossum fehlt. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, auch auf der roten Liste. Bedrohte Tierart. Zumindest für uns.
Also ich will jetzt nicht sagen, das dass ich... Das sollte was dagegen unternehmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwie ganz viele auf die Seite kommen sollen, damit ich Werbeeinnahmen kriege. Das ist heißt wirklich nur ein Test. Nee, das... Und es kommen jetzt zur Zeit auch nicht viele, sondern es muss halt... Ich finde, das attraktive Angebot muss geschaffen werden und freiwillig muss der Kunde nachziehen. Und okay. Ihr seid ein Kunde. Was ich damit sagen will, guckt halt mal auf Womit? Die Seite. Vielleicht ist das Frotte jetzt bereits gewichen und ihr werdet ein Gefühl von rotem Teppich haben, wenn ihr das seht. Nur halt ohne Textil. Ja, und ohne Promis. Naja, gut, wir sind ja schon, also, oi, oi, oi. Ja. Gut, ansonsten würde ich halt sagen, wir besprechen dann off-Podcast nochmal dieses Reiseding, weil grundsätzlich, wenn man jetzt mal überlegt, ja, wenn in Rom tatsächlich ein oder zwei Videos bei rumkommen, bei einem Budget von unter 100 Euro, was halt nichts ist, das heißt natürlich hier Low-Life-Living und so für mich auf jeden Fall. Weißt du, da wird halt auch Toastbrot und Ketchup gegessen. So. Aber wenn man so einen Flug für 40 Euro hat und eine Übernachtung für nochmal 40 oder for free, was wir jetzt halt leider nicht geschafft haben bei Couchsurfen oder so, und das dann irgendwie einmal im Monat macht, ist halt kein Betrag so. Und es kommen geile Videos bei rum. Und alle sind glücklich. Alle? Das ist so der Gedanke. Aber dafür müsste man vielleicht, weil man könnte halt jetzt schon Flüge buchen, für 20 Euro nach Moskau, was weiß ich, Barcelona, da war einer für 25, also hin und zurück dann 50 Euro. Und das wäre schön, weil in Barcelona kann man dann vielleicht ein bisschen was Geileres filmen als hier in Barcelona. Ja, aber du sagst, wenn du kommst mit dem Zug, wir klären das später. Ich komme mit dem Zug? Wir klären das wirklich später, das ist nichts, was jetzt irgendwie relevant ist für die Leute, die zuhören. Das stimmt. Aber ja, das ist wirklich wahr. Man muss halt terminlich gucken. Aber für die Leute als Beruhigung nochmal, falls da jemand ist, der bei Patreon Geld spendet und dann denkt, oh, jetzt fährt er in Urlaub und bläst sein Geld sonst wohin. Ich werde nämlich auch zum Zug kostenlos fahren können, was du vielleicht sagen wolltest. Das heißt, nicht mal da zum Flughafen kommen, kostet mich halt auch kein Geld. Das ist wirklich super low budget und dafür ist es einfach mega geil. Oh, fährst du nach Rom, nach Barcelona, wo ich Urlaub mache? Oder! Ja, so. Das sagen die Patreon-Leute. Das sagen die dann. Wolltest du noch irgendwas anderes sagen? Was ist das für eine Scheiße? Hier macht Franz jetzt die Outro-Musik oder was? Der macht nicht die Outro-Musik, der macht gerade da drüben die Website und untermalt die mit Musik. Also, ich denke, wir haben nur noch 2 Minuten. Vielleicht können wir da jetzt auch nochmal hier ganz kurz uns hier auf die Moderation konzentrieren. Ja, das geht. Ja, 2 Minuten noch. Ja. Also. Ach, hier. Mit dem schreibst du dich? Ja, mit dem schreibe ich mich. Okay. Lass mal auf dem Handy rumzudrücken, das hört ihr dann in der Sound-Datei. Okay, in der Sound. So. In der Sound. Also, Leute. Das war jetzt ja mal unstrukturiert. Sagt jetzt mal bitte Bescheid, ob ihr mehr draußen wollt. Ich glaube, in jedem Podcast ist die Abmoderation immer mit. Es ist gerade heute wieder unstrukturiert gewesen. Kann das nicht einfach mal ein unkommentierter Running-Gag sein, wie dein scheiß Autofellatio? Können wir vielleicht einfach mal eine Struktur reinbauen? Nostera Streit hier oder das was? Das nächste Mal machen wir eine Struktur. Ich habe versucht, hier Struktur 20 rein. Themen. Du hast das von Anfang an Minuten. Untergraben, wenn ich hier sagen wollte, okay, was hast du mit 14 gemacht, was hast du mit 15 gemacht? Das ist eine super Struktur, da kann man direkt auf den Podcast eingehen, und sagt, okay, heute haben wir das, haha. Und dann hatte ich noch hier vorgetragen, rant um euer Leben, weigerst du dich das anzukündigen oder bist du einfach zu friedliche Person, um hier abzuranten? Hey, was war denn heute für rant um euer Leben? Na, gar nichts. Achso. Weil du hier nichts hast, um dich zu beschweren. Okay, weil ich genügsam bin. Ja. So, und wenn du so das untergräbst, ja, da brauchst du dich nachher nicht beschweren, wenn du Wir haben echt übelst lang kein Wieso Warum mehr gemacht. Das stimmt. Wir haben echt kürzlich Wieso Warum erst gemacht. Ja! Wieso Warum? Warum? Also. Autofellatio. Würdest du das machen, wenn du das könntest? Also ich. Und würdest du mit deinem Schlauch eine Frau bewässern? Ja. Wenn sie Nein. das wollen würde. Ja. Nein. Ja. Also denk da mal kurz drüber nach. Oh, warte mal, ich kann mich gerade echt schwer konzentrieren bei der Lautstärke der Musik. Hier ist doch gar keine Musik. Ja doch? Nee. Warum nicht? Na, ich höre keine Musik. Ach stimmt, ja, ich ja auch nicht. Ja. Ich hab ganz vergessen. Die ist ja so leise. Ja. Die ist so leise. Aber, jetzt mal ganz kurz über diese Warum. Was ich auf jeden Fall bei Autostation, ob ich das machen würde, ich würde beachten, dass ich